الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Das sollen einige kurze Sprachnachrichten werden, einige wenige Minuten, in denen ich mich zu einem bestimmten Thema äußern möchte, das vernachlässigt wird, obwohl es eine äußerst wichtige Stellung innehat und grundsätzlich etwas sein soll, das den Menschen während seines Weges im Talab al-Ilm begleiten sollte. Es ist nämlich das Fundament des Talab al-Ilm. Das Fundament eines jeden Handelns sind unter anderem seine Adab. Und der Talab al-Ilm hat eben auch diese Adab. Und in diesen Sprachaufnahmen werde ich einige Richtlinien des Talab al-Ilm nennen und die Adab des Talib, damit man ein gesundes Fundament hat, auf dem man eben aufbauen kann. Warum man dieses Thema thematisieren sollte? Erstens, weil die Ulama und die Salaf diesem Thema eine sehr imposante Stellung gegeben haben. Die Adab des Talab, die Charakteristiken, Charaktereigenschaften, der Benehmenskodex, der für den Talib al-Ilm gilt, auch das System und die Methodik, nachdem man das Wissen erlernt und lehrt, das haben sie schon sehr früh behandelt. Unter anderem in den mannigfaltigen Aussagen, die über sie tradiert werden. Vieles davon wurde überliefert von den Salaf, den Sahaba und den Tabi'un und anderen. Ein weiterer Grund oder ein weiteres Phänomen, an dem wir diese Stellung sehen, ist, dass die Ahlul Ilm schon sehr früh begonnen haben, über dieses Thema zu schreiben, wie das Kitab al-Ilm, Kitab al-Ilm von Abi Khaythama, Zuhair ibn Harb, der im Jahr 234 nach der Hijra gestorben ist. Und das Kitab Adab al-Muallimin wal-Muta'allimin, das von Muhammad ibn Suhnun, der im Jahr 256 gestorben ist, verfasst wurde. Und danach ging es weiter, dass man reichlich über dieses Thema gesprochen hat und geschrieben hat. Der berühmte Al-Khatib al-Baghdadi schrieb darüber, eines der berühmtesten Bücher in diesem Bereich, ebenfalls der Hafiz ibn Abd al-Barr al-Qurtubi. Beide sind im Jahr 463 nach der Hijra gestorben. Al-Khatib al-Baghdadi hat das Buch Kitab al-Jami' li-Akhlaq al-Rawi wa Adab al-Sami' geschrieben. Das heißt, das Buch über die Charaktereigenschaften des Rawi und das Benehmen des Sami', des Hörers, also der das Wissen empfängt. Und Ibn Abd al-Barr hat das Buch geschrieben, Jami'u Bayan al-Ilmi wa Fadli. Das sind zwei bekannte Bücher in diesem Bereich. Wenn man die verschiedenen Überlieferungen in diesem Themenbereich betrachtet und die verschiedenen Lektüren, die hierzu verfasst worden sind, kann man gewisse Meilensteine oder allgemeinen Richtlinien in folgende Punkte zusammenfassen. Also ein Faden, der sich durch dieses ganze Thema zieht. Nummer 1, die aufrichtige Absicht, Aufrichtigkeit in der Absicht bei dem Erlernen dieses Wissens. Und zwar, dass er damit beabsichtigt, Allah Ta'ala näher kennenzulernen, seine Religion näher kennenzulernen. Er beabsichtigt damit das Angesicht Allah Ta'alas. Weder strebt er nach Ansehen oder Anerkennung, noch möchte er damit irgendwelche Bereicherung. Er bezweckt lediglich das Angesicht Allah Ta'alas, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in einem Hadith, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfa al-jannati yawm al-qiyamah. Wer sich Wissen aneignet, solches Wissen, womit man nur das Angesicht Allahs anstreben darf, er lernt es aber nur, um etwas von den Gütern dieser Welt zu erlangen, der wird den Geruch
des Paradieses, den Duft des Paradieses am Tag der Auferstehung nicht bekommen. Die zweite Richtlinie, allgemeine Richtlinie, ist, dass man beim Lernen des Wissens eine gewisse Reihenfolge befolgt, dass man es etappenweise und stufenweise erlernt und dass man dabei Stufe für Stufe vorangeht und nichts überspringt oder überstürzt. Und zu diesen Stufen gehört eben auch der At-Ta'addum, dass man damit beginnt, die Adab und die Akhlaq des Talibul Ilm oder des Talabul Ilm im Allgemeinen anzueignen und anzuwenden, auszuleben. Sufyan al-Thawri, welcher im Jahr 161 gestorben ist, er sagte: "Laysa 'amalun ba'da al-fara'id afdala min talab al-'ilm, wa kana ar-rajulu la yatlubu al-'ilm hatta yata'addab wa yata'abbad qabla dhalika 20 sana." Es gibt keine Handlung, die vortrefflicher ist als das Erlernen des Wissens. "Wa kana ar-rajulu la yatlubu al-'ilm hatta yata'addab wa yata'abbad qabla dhalika 20 sana." Aber der Einzelne pflegte, also unter ihnen, pflegte nicht mit dem Studium zu beginnen, bis er yani gezüchtigt war mit den Adab des Talab und bis er nicht zuvor 20 Jahre im Gottesdienst verbracht hat, yani in intensiver Ibadah. Man darf aus solchen Aussagen aber nicht verstehen, dass man nichts gelernt hat. Das geht natürlich nicht, denn selbst um yani manche verstehen diese Aussage falsch. Sie denken 20 Jahre erstmal nichts machen. Wie will man denn wissen, was die Adab der Scharia sind, was dazu gehört und was nicht dazu gehört, wenn man nichts gelernt hat? Und wie will man die Ibadat ausführen, wenn man kein Wissen hat? Also sie meinen hier nicht, dass sie nichts gelernt haben, aber möglicherweise ist hiermit gemeint, dass sie sich intensiv diesem Studium nicht gewidmet haben, bis sie sich selbst mit den Adab und den Akhlaq und den Ibadat ausgestattet haben. Ähnlich auch die Aussage von Abdullah ibn Mubarak, welcher 20 Jahre später als Al-Thawri gestorben ist. Er sagte: "Kanu yatlubun al-adab, thumma al-ilm." Sie pflegten erstmal nach den Adab Ausschau zu halten und dann nach dem Wissen.